So, er scheint da hinten noch ein bisschen verwirrt zu sein. Wo gehst du hin? Okay, steht einfach nur im Kreis rum. Gut, mir egal. Ja, der Gegner muss vernichtet werden. Es muss einfach geschehen. Da stimme ich dir absolut zu. Der Sieg ist da. Der Sieg ist zu wichtig. Bei dem ganzen Kram, den der Feind uns angetan hat, es ist so schön, dass wir wieder Soldaten haben. Sind alle Gebäude jetzt voll oder wird es einfach noch mehr Soldaten? Voll. Ein guter Teil unserem Bogen ist jetzt halt einfach voll. Okay, da sind noch drei Plätze. Okay, ich glaube, die Bogen sind schon alle voll. Mit der Ausnahme von der hier. Die muss auch noch voll gemacht werden. Andererseits, ich glaube, die kann nicht angegriffen werden. Wie sieht es mit den Baracken hier oben aus? Sind die alle voll? Voll. Voll. Oh, mit Gold versorgt, zum guten Teil. Okay, dann müssen die Truppen jetzt leveln. Das heißt, ich werde jetzt das Schrecklichste tun, was ich tun kann. Ich werde speichern, Rekruten nämlich, und alle Leute zurück in ihre verdammten Lagerhäuser schicken. Damit die schnell sich hochbilden können. Und der Feind wird sofort angreifen, wie wir wissen, weil es ein dreckiger Mistkerl ist. Hat er überhaupt noch genug Truppen zum Angreifen? Ich hoffe nicht. Aber jetzt verlange ich von uns, dass unsere Truppen sich jetzt hochleveln und stark genug werden, um hier aufzuräumen. Dafür haben wir Lagerhallen überall deponiert. Wäre sehr wertgeschätzt, wenn ihr auch... Warum? Warum? Was ist los mit allem? Ich sehe, der Gegner nutzt einfach nukleare Mittel gegen unseren verdammten Computer ein. Warum stürzt Siedler 1 jetzt ab? Es ist vor unserer Mission nie abgekaspert. Glaube ich. Dum, 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 da, dum, dum. Aber du kannst mit meinem Spiel speichert. Ich bin klüger als du. Wenn mein Spiel schon jetzt korrumpiert gewesen wäre, hätte ich gekotzt. So, mach dicht. Schub. So. Hier hat er einfach nichts gefunden, oder? Wir wissen, dass es hier Granit gibt. Möchte ich gerne klauen. Einer wird reichen. Aber warum? Warum, mein Freund? Ich hasse dieses Spiel. Warum? Dum, 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 dum. Oh. Okay, zuallererst, ich drehe die Reihenfolge der Dinge, die jetzt geschehen, ein bisschen um. Zuerst Granitbergwerk. Dann, da oben hätte ich gerne... Wo ist da oben? Oder ist es hier unten? Da oben ist hier unten. Flagge setzen wir diesmal leicht an, das wird jetzt nach dahin. Dann sichere ich unter Rekruten 2. Weil ich die Gebäude hier erstmal neu bauen möchte. Im Anschluss danach stelle ich fest, wo schleppst du die Kohle hin? Ich glaube, die Kohle nicht in dieses Lagerhaus, oder? Hältst das Zeug einfach, ja. Und gibt eine Waffenschmiede da. So, wir sind dann Rekruten 2, wie ich sagte. Dann sage ich den Truppen, die sollen ihre verdammte Pause machen.
Ein da. Geht mal auf Fortbildung, Leute. Bildet euch in Fort. Nur nicht nach hier hin. Und dann werden wir sehen. Oh, danke. Wo rennst du jetzt da raus? Ah, ja, genau, wir haben auf Minimum gesetzt. Ja, mir egal. Füllt euch einfach. Ah, die Gebäude werden trotzdem vollgemacht. Die Leute gehen dann ins Lager aus. Soll mir recht. Okay, das verstehe. Gut, dann halt so. Dann müssen die halt diesen Weg hier außen rum gehen, um da ins Lagerhaus zu kommen. Funktionierst du eigentlich schon? Nein, da ist noch kein Bergmann drin. Aber der hat 18% Erfolgsquote. Es gibt einfach kein Eisen auf der scheiß Karte. Die letzte zweite ist der Thermodynamik. Die KI besitzt hochkomplexe Quantentechnologie, um nicht besiegt zu werden. Also Schrödingers Rechner, der einfach zuschlägt. Die destabilisieren einfach das Gefüge der Realität höchst selbst. Oh, wir können übrigens jetzt hier damit eine direkte Verbindung ziehen. Was mich um einiges glücklicher macht. Tut. Lagerhalle. Schön. Und schön. Was sagt die Armee? Besser. Okay, das ist einfach nur der Typ. Der Armee geht's gut. Ich möchte zumindest, dass der Großteil der Armee bei Stufe 3 angekommen ist. Also unter Stufe 3 brauchen wir gar nicht erst anzugreifen. Vielleicht wacht's auf, das war alles nur ein böser Traum. Oh, bitte nicht. Dann müssen wir es im echten Leben ja nochmal machen. Nein, ich habe lieber, wenn meine Albträume Realität sind. Das heißt, die sind schon vorbei. Wenn meine Albträume nur Illusion waren, nur ein Traum, dann warum ist das hier so gebaut? Ich habe die Straße, die hier verdiente, nur das Baumaterial reinzufüttern, niemals abgerissen. Aber warum nicht? Ah, ist mir egal. Es funktioniert. Wir haben zu viel Nahrungsmittel. Du machst das, Boy. Boy machen. Boy macht das. Okay. Direkt wieder runter. Speichern. Rekruten 1. Da wir am Absturz offensichtlich vorbeigekommen sind, sagte er viel zu übermütig und sich seiner selbst zu sicher. Wir werden eine Burg haben. Einfach damit wir wirklich sehr viele Soldaten hier stehen haben und damit wir eine Burg haben, die wir mit Gold vollstopfen können. Damit die Soldaten des Hauptquartiers dann irgendwann hier angreifen, einfach so übermäßig stark auf Steroiden gestopft sind, dass wir uns hier keine Gedanken um den ganzen Unsinn machen müssen. Also drei Burgen drumherum setzen. Diese Steroide sind Gold. Die schniefen das Zeug einfach. So, gleichzeitig möchte ich, dass das Teil hier... Sind da Truppen schon eingelagert oder sind die in den Lagerhäusern? Okay, gut, hier sind keine Truppen drin. Sind hier Waffen schon drin? Ja, gut, macht voll. Egal wie viel da nötig ist, macht einfach voll. Ah nein, jetzt ziehen jetzt mehrere Leute aus den Lagerhäusern.
Du machst es, oder? Gut. Die Waffen sind erstmal verarbeitet worden, das ist schon mal gut. Einmal runterarbeiten, ihr müsst halt wirklich nicht ins Lagerhaus zurückkommen, in die Burg zurückkommen, das sollte eigentlich nicht passieren. Mit 199% bin ich relativ zuversichtlich, dass wir gewinnen werden, aber ich möchte lieber hochwertige Truppen haben. Der Angriff war größer als gedacht, habe ich nicht gesehen. Roten. So. Dreist. Jedenfalls, wo wir stehen geblieben hierbei. Verarbeitet die Waffen, die wir haben, bitte. So, nichts. Und dann arbeitet sie direkt wieder runter. Der hat sich an, pöbelt uns einfach an. So. Okay, folgendes. Wir besetzen alle Sachen auf Mittel. Auf Mittel werden die unsere Gebäude nicht einnehmen können. Und wir müssen einfach gleich... Wir müssen dann gleich einfach die starken Leute wieder in die Lagerhäuser zurückschicken. Die schwachen Leute zurück in die Lagerhäuser schicken, damit die weiter ausgebildet werden können. Wir müssen, so fürchte ich, liebe Gemeinde, mit Wachablösung arbeiten. Und dann das Beste offen. Gut, da wir schon Schmelzing gesetzt haben, soll das Zeug auch schneller da ankommen. So. Setz darüber, setz noch einen Träger dazwischen. Die Kohle muss immer transportiert werden. So. Das wird auf jeden Fall schon mal was. Aber wir haben endlich wieder Soldaten. Und danach ist Rasperuk tot. Das ist das letzte Mal, dass wir uns mit ihm prügeln müssen. Danach fehlt nur noch, keine Ahnung, Adalba ist der nächste, der sterben wird. Und danach geht's an Rolf. Und ich habe kein... Ah ja, es gibt noch zwei weitere, die dazukommen werden. Das wird anstrengend. Bevor Adalba stirbt, kommt noch ein Gegner dazu. Und ich glaube, das ist dann dieser komische Wikinger-Typ. Der einfach noch ein Drecksack sein wird, der durchgehend einfach nur angreifen will. Okay, ich sichere mal unter Rekruten 2. Und gebe mal einen Wachablösungsbefehl in Auftrag. Mal schauen, wie gut er geht. Yep. 21 Leute können jetzt Soldaten gemacht werden. Okay, weißt du was, in dem Fall, sei es drum, machen wir es anders. Wir setzen alles wieder auf voll. Dann haben wir erstmal direkt das ganze Material, das wir haben, rausrekrutiert. Wir haben einfach viele, wieder sehr viele Soldaten, die übrig sind. Und danach können wir das überschüssige Material reinsetzen, dass wir mehr Leute in der Burg haben wollen. Beim Schloss. Wie dem auch sei. Hat er lang gehalten. Schön, dass wir eine Infrastruktur dafür aufgebaut haben. Drecksack.
Ich werde aber hier eine Straße setzen, damit die Leute von der Burg es einfach haben, im Lager auszukommen. Die Dinger werden schon mit Gold vollgestopft, was das Zeug hält. Wo sind die Burgen, die ich in Auftrag gegeben hatte? Die waren beim... Die sind abgestürzt gewesen, oder... Ne, die habe ich neu geladen. Genau. Ich habe die Burgen neu weggeladen. Kann ich noch näher setzen? Hier drauf zum Beispiel? Kann ich. Na dann. Oh. Das ist tragisch. So. Das Tut-Tut wird mir jetzt schon nicht gefallen, oder? Das ist ein Kohleberg, das ist mir so egal. Brennen. Schicken Geologen hier rüber, der sich umsehen soll, was wir überhaupt noch an Material in der Region haben. Diese Mine hier war unsere absolute Rettung bisher. Mach voll. Und dann rekrutiert das direkt wieder runter. Sag mal, wir machen so einen Batzen voll an. 50 Stück ist immer eine gute Zahl. Sobald er voll ist, schicken wir die Leute wieder raus. Und dann können wir eine Wachablösung durchführen lassen. Das sieht schon viel besser aus, was unsere Armee angeht. Aber der Großteil ist... Also wir haben noch einen sehr, sehr großen Teil und den absoluten Großteil hier auf Stufe 1 und 2. Die müssen schon Stufe 3 werden vorher. Vorher denken wir gar nicht dran, dieses ähnliche Schloss zu stürmen. Und ich will das Schloss stürmen. Danach wird der Feind einfacher zu bekämpfen sein. Glaube ich. Aber dafür haben wir dann diese Burgen hier bereit gemacht. Und die werden dann in der Lage sein, das zu regeln. Hoffentlich. Ja, das ist wahr. Den hatten wir geknackt. Aber er hat uns im gleichen Atemzug fast reverse geknackt gehabt. Wir mussten wirklich einfach alle Fronten wegkürzen, damit wir nicht sofort zusammengebrochen wären. Es war halt wichtig, dass wir die ganzen Lagerhäuser und die ganze Infrastruktur wegzerlegen. Die war nämlich echt gefährlich. Du arbeitest gar nicht mehr, oder? Tschüss. So. Ich liebe die Geräuschkulisse. Aber unsere Stahlproduktion hier funktioniert, also die ganze Wirtschaft funktioniert exorbitant gut. Wir haben nicht mehr so viele Siedler übrig, sieht das richtig? Die Lagerhäuser haben ihr eigenes Reservat davon. Oh. Tschüss. Mine. Ja, weißt du, das sagst du jetzt, aber sobald ich angreife, sterben alle unsere Soldaten innerhalb von kürzester Zeit. Das Spiel macht mich paranoid. Okay. Ihr könnt jetzt da raus. Dann machen wir einmal eine Wachablösung, damit wirklich die ganzen Starken in den Garten gehen. Und dann geht's in den Kampf. Ich
Können wir nämlich kurz mal schauen, wie viele Soldaten jetzt hier drin sitzen und was die jetzt schon alles schon können. Ah ja, noch gar nicht so viel, aber die leveln zumindest sehr schnell hoch. Ich will darauf warten, dass diese beiden Burgen hier noch stehen und mit Gold versorgt sind. Dann greifen wir hier an. Dann werden die Leute das hier auf jeden Fall hinkriegen. Glaube ich. Ja, die Stufe 2 Truppen werden das mit Gold machen, oder? Ich glaube dran. Sobald das jetzt voll ist. Und das. Sobald die Truppen halt da sind, wo sie gebraucht werden. Gott, bin ich froh, wenn Rasburg tot ist. Na, guckst du blöd, was? Was ist da denn verbrannt? Das Füllen geht schon recht schnell. Hey, wie sieht's mit dem Gold aus? Bringt jemand was rüber? Da ist das Gold unterwegs, oh Gott. Hier brauchen wir noch einen Träger. Lange nicht mehr gespeichert, ich weiß. Teil der Übung. Ja, die brauchen wahrscheinlich ihr Gold. Sonst werden die da dahin gehen, angehustet und sterben einfach. Trotz einer eventuellen Kampfstärke von 223%. Ich vertraue dem Spiel nicht. Wir hatten eine Kampfstärke von 199%. Der hat hier angegriffen und hat uns die Burg weggenommen. Und die war... Ne, die war zu dem Zeitpunkt nicht voll besetzt. Das ist fair. Okay, wir brauchen mehr Träger. Zeug muss schneller rüber. Da ist noch Platz für einen weiteren Träger. Aus den Lagerhäusern kommen die ohne Probleme raus. Warum? So. Übertreiben! Übertreiben! Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese Zahl mir sagt. Es zeigt mir Kampfstärke, also wahrscheinlich nur beim Angriff. Ach Gott, bist du leer. Sag mir, dass du auch schon wieder leer gelaufen bist und mir nicht Bescheid gegeben hast. Oder es war er immer leer? Der hat nie was produziert, oder? Ich glaube, ich habe ihn einfach niemals überprüft. Ich glaube, es gibt legitim kein Eisen mehr. Ja, der kann verschwinden. 0% Erfolgsquote. Stirb. Gut, es gibt kein Eisenerz mehr. Wir müssen jetzt anfangen zu töten. Aber wenn es schief geht, dann haben wir ein neues Problem. So. Übertreiben. Füllt die Burgen mit Gold und macht eine Wachablösung. Schickt die Starken mal raus. Also schickt die Starken los und die Schwachen zurück in ihre Lager. Also ganz überzeugt ist das nicht unbedingt. Ich denke, es wird gehen. Angriff! Nur die Nächstliegenden. Alle 34. Los, macht's weg. Wuselt über dieses Schloss und brennt es nieder. Und danach räumen wir den ganzen Rest auf, wenn er nötig wird.
Okay, die räumen gut auf. Die räumen echt gut auf. Der eine Typ hier. Prügeln sie weg. Aber irgendwann kommen dann die hohen Ritter noch raus. Aber wir haben... Okay, er ist tot. Aber er hat viel mitgenommen. Das gewinnen wir. Und danach gehen die in ihre ganze Gebäude zurück und wir räumen den Rest auf, bis Rasperuk aufgibt und stirbt. Und nachdem wir dich niedergebrannt haben, brennen wir das ganze restliche Königreich nieder. Bis hoch zu König Rolf und wer auch immer danach noch folgen mag. Denn das ist, worum es bei Siedler geht. Wir bauen Städte nur, um Sachen zu zerstören. Mir geht es sehr gut. Bin ich zufällig komplett übermüdet den ganzen Tag schon. Bin gespannt, ob ich schaffe, die ganzen 3,5 Stunden heute zu machen. Oder ob ich auf eine kürzere Runde setzen muss. Mal sehen. Zumal direkt nach dem Stream für mich noch einige weitere Sachen anstehen werden, die ich tun muss. Brennt es... Ah ja, können wir nicht mit V... Ja. Nahansicht. Ja, seht euch diese detaillierten Kämpfe an. Aus dem Jahre 1993. Und 94. Tötet sie. Macht sie weg. Brennt sie nie. Ich habe legitim genug von deren Existenz. Warum sterbt ihr? Wer hat euch das erlaubt? Und sonst so? Das wird eine Weile dauern. Wir brennen jetzt natürlich zuerst durch diese ganzen schwächeren Ritter scheinbar durch. Oh, hallo! Wir haben deren Hauptmann erreicht. Und jetzt legen die Hauptmänner los. Oh, der Hauptmann geht sich einfach einen chillen. Da ist der Hauptmann tot. Kann nicht mehr lange sein. Oh, noch ein Hauptmann. Muss doch nicht einfach eine zweite Welle losschicken, oder? Wir haben sie sich einfach komplett aufgefrischt hier. Ich schicke eine zweite Welle los, wenn ich muss spielen. Solltest du wissen. Aber ich würde präferieren, es nicht tun zu müssen. Angriff 2. Müssen die Truppen, die wir rekrutiert haben, auch nachgefrischt, auch Qualität haben. Das heißt, sie sollen sich jetzt mal ein bisschen auffrischen gehen. Mal schauen, ob wir jetzt angegriffen werden. Deswegen habe ich gespeichert. Aber sie sollen jetzt mal zurück ins Lagerhaus gehen. In den Burgen leveln die zwar ein bisschen, aber auch nicht so gut. Hat er gerade zwei Hauptmänner weggemacht? Cool. Ja! Brenn, Rasperuk! Brenn! Sehr schön. Möchtest du jetzt aufgeben? Nicht. Füllt alle Gebäude wieder auf.
Platz für die Offensive. Holen wir sie uns. Sagen, dass es jetzt einfach endgültig aufgibt. Diese Tasche verschwindet zuerst. Weil von wo ist er dann zuerst angegriffen? Von der nördlichen Tasche aus, die... Ja, okay, es macht keine Rolle. Spielt keine Rolle. Die Tasche hier verschwindet zuerst. 3 3 3 3 3. Einfach groß, wenn sie alles angreifen. Mir egal, tötet sie alle. Wie viel Brot liegt hier eigentlich in der Gegend rum? Die Kinder in Afrika hätten sich gefreut. Der arbeitet gerade nicht. Nahrung liegt einfach wirklich auf der Straße rum, überall. Sieg! Wir haben ihn! Savage ist das nächste Passwort. Na? Da guckst du, du Rübennase. Savage? Fuck! Hab ich mir gedacht, dass der ähnliche Wikinger-Arsch jetzt auftaucht.